Aromanches-les-Bains ist ein kleiner Ort an der Landungsküste der Normandie. Der kostenlose Stellplatz bietet 14 Wohnmobilen einen Stellplatz auf engstem Raum. Sind die vorgesehenen Plätze belegt, weichen einige Caravans auf den daneben liegenden Parkplatz aus. Die Versorgungsstation ist leider nicht sehr durchdacht. Für Fahrzeuge mit Tanks ist sie nur bedingt geeignet. Für 2 Euro bekommt man entweder 100 Liter Wasser oder eine Stunde Strom. Picknicktische ermöglichen ein gemütliches Sitzen und Essen im Freien. Da der Ort immer der Willkür des Atlantiks ausgesetzt war, gab es hier nie einen richtigen Hafen. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die Touristen hierher. Damit starb der Fischfang in Aromanches-les-Bains und der Tourismus wurde stetige Einnahmequelle der Ansässigen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges richtete sich der Ort auf den Erinnerungstourismus aus. Selbst das Office de Tourisme im Stadtzentrum gestaltet sich im Spiegel jener Zeit. Am 6. Juni 1944 landeten hier die Alliierten. Zeugnisse findet man davon im ganzen Ort. Vom Strand aus sieht man im Atlantik noch die Landungsbrücken für die Versorgungsschiffe. Die englische Flagge ist hier genauso präsent wie die Trikolore. Auf einer kleinen Anhöhe steht ein alter Sherman-Panzer. Nachkommen der damals Kriegsbeteiligten legen hier immer noch Kränze für ihre gefallenen Väter und Großväter nieder. Ein Museum erinnert an die Zeit der Befreiung. Auf dem Platz davor findet man ein Karussell von 1900, das immer noch in Betrieb ist. Eine Fahrt damit ist allerdings nicht gerade billig. Dafür bekommt man ein kleines Stückchen der Romantik jener Zeit. Wer durch Aromanches-les-Bains schlendert, kann allerdings noch anderes entdecken. So steht hier die Kirche Saint-Pierre, welche zwischen 1857 und 1870 neu errichtet wurde. Sie wurde ganz im Stil der Romantik errichtet und ersetzte die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche. Obwohl in ihrer Ausstattung eine recht einfache Kirche, gibt es doch einiges zu sehen. Der Sockel unter der Madonna über der Eingangstüre wurde in Form eines Rumpfes eines Segelbootes von 2 Soldaten konstruiert. Sehr schön sind auch die Schnitzereien an der Eingangstüre. Im Inneren von Saint-Pierre ist vor allem der Altar erwähnenswert. Besonders positiv im Ort sind die kleinen Informationstafeln auf Französisch und Englisch. Wer Frankreich besucht, sollte in Aromanches-les-Bains gewesen sein.